Das Engwe E26 Fat E Mountainbike. XXL Steigungstest mit Drehgasgriff. Was geht? 2 Kilometer, nein, 2,3 Kilometer nur bergauf. Alles klar? Okay, dann los. Hallo Leute und willkommen hier bei Mir Apple Cat. Wir sind auf dem Weg zum Startpunkt zum XXL Steigungstest, wie eben schon gesagt, mit dem Engwe E26 E-Bike. Und ich werde die volle Power entfesseln von diesem Fahrrad. Aber habe gerade ein Schild gesehen, das gefällt mir gar nicht. Da stand, die Durchfahrtsstraße, also diese Waldstraße, die ich jetzt hier hochfahren will, die wäre gesperrt. Naja, wir schauen mal. Oft sind Schilder nicht mehr aktuell oder man kommt beim Fahrrad trotzdem durch. Wir drücken einfach mal die Däumchen, dass wir trotzdem hochkommen. Ich habe ja schon gesagt, ich werde mit Drehgasgriff fahren, allein um zu sehen, packt das der Motor? Ich gehe davon aus, ganz stark ja, denn er hat mehr Newtonmeter Drehmoment als das Engwe E20 oder L, nee, L20 war es, als das Engwe L20, und auch das hat es hier hochgeschafft. Aber nur Versuch macht klug. Also, ich schalte jetzt hier in die maximale Unterstützungsstufe, starte ein Training, Radfahren Outdoor. Denn da können wir ganz genau sehen, wie weit wir gekommen sind. Und ja, ich trete nicht in die Pedale, sondern drehe nur hier am Gasgriff. Und los geht die Show. Mal schauen, wie schnell wir hier in die erste Kurve kommen. Jetzt haben wir 27, 28, 29. Ah, mit knapp 30. Ist ja tatsächlich gesperrt hier. Okay. Aber ich würde sagen, wir schauen uns mal an. Das war jetzt natürlich ein schlechter Start. Ich trete mal kurz rein, ob wir hier trotzdem durchkommen. Heute ist Feiertag. Wenn da gearbeitet wird, dann bestimmt nicht heute am Feiertag. Und positiv, hier fährt garantiert kein Auto durch. Also wir schauen einfach mal. Strecke gesperrt, extra für den XXL Steigungstest. So lobe ich mir das. Ja, übrigens hier 28 km/h haben wir hier gerade drauf. Und es geht ja schon ein bisschen hoch, ne? Die Steigung steigern sich ja quasi. Von Kurve zu Kurve wird das immer mehr. Und da hinten ist auch ein Fahrradfahrer unterwegs. Also wird man hier schon durchkommen. Also die Steigung wird immer höher. Die machen hier Baumfällarbeiten. Deswegen ist gesperrt. Und je höher wir kommen, desto ja, anspruchsvoller wird es dann für den Motor. So, jetzt überholen wir aber erstmal den Radfahrer. So. Radfahrerin Nummer 1 haben wir passiert. Ich habe hier so Pseudo mitgetreten schon aus Gewohnheit. Mit knapp 27 geht es hier weiter. Völlig unbeeindruckt. Macht es echt gut hier, unser kleines, ne, großes, dickes E-Bike. Es hat ja doch einiges zu schleppen. Wiegt ja selbst über 30 Kilo. Ich habe noch mal gute 90 Kilo jetzt hier drauf. Das heißt, wir kommen mit über 120 Kilo hier an. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. So, der Motor hat ja nur 200, Gottes, hier ein Holzgedöns. Gut, dass ich heute nicht beim E-Scooter unterwegs bin. Der Motor hat ja nur 250 Watt. Mehr dürfen E-Bikes oder Pedelecs ja nicht haben bei uns. Peakleistung wahrscheinlich sowas um die 500 allerdings. Die große Frage ist ja hier auch immer, überhitzt der Motor oder das Steuergerät auf die lange Strecke. Wie gesagt, 2,3 Kilometer nur bergauf, da wird ordentlich abgefordert und zwar immer, immer stärker. Das ist hier die große Herausforderung, die er bisher völlig unbeeindruckt schafft. Und Temperatur habe ich noch gar nicht gesagt. Heute ist ein wunderschöner Tag. Es ist schon ein bisschen später am Abend. 19 Grad, Sonnenschein, es ist ein traumhafter Tag. Ich habe schon im Garten geackert und Gehwegplatten verlegt und gegraben und kubikmeterweise Erde geschleppt. Dann ist das hier gerade für mich die reinste Entspannung. Vor allem, ich muss ja nicht treten, ne, sondern werde hier immer noch mit 24,4 km/h den Berg hochgezogen. Und ich gehe davon aus, wir schaffen das. Und wenn wir es schaffen, gibt es als Bonus noch die Serpentinenabfahrt? Jawohl, dann stürzen wir uns noch die steilen Serpentinen runter mit dem Engwe E26 und schauen mal, wie flott wir da auf Speed kommen und
vor allem wie schnell wir auf Speed kommen, was hier, ja, was hier so möglich ist, ne, mit dem dicken E-Bike, mit den fetten Reifen. Also hier ist echt einiges passiert, schaut euch das mal an. Hier haben sie ordentlich abgeholzt. Heieiei. Ich hoffe, die räumen das bald ordentlich auf. Ich habe da noch einen E-Scooter von, wie hieß denn das noch? Gerade die Namenmarke vergessen. EverQuest. Gott, jetzt habe ich einen Blackout. Auf jeden Fall, ich habe da noch einen schönen E-Scooter. Der muss auch noch hier die Steigungsstrecke hoch und sich beweisen, ob er das schafft. Bei dem habe ich so ein bisschen Zweifel, denn er hat sich nicht als, ups, das hat geknallt, war nur ein Steinchen, nicht als so eine richtig Steigungsbestie bisher bewiesen. Da bin ich mal gespannt, ob er das hier hoch schafft. Aber hier das E26, auch der Akku, ich habe den vollgeladen, bin gute 10 Kilometer hier hingefahren. Natürlich da noch mittreten, aber trotzdem mehr so Pseudotreten, sage ich mal, weil ich bin ziemlich müde heute. Man kann ja hier einfach ein bisschen mittreten und dann setzt schon der Motor ein und im Prinzip macht er dann genau die gleiche Arbeit wie jetzt hier auch, wenn man es will. Man kann natürlich auch ordentlich in die Pedale treten, aber ich habe heute schon genug gemacht, ja. Ich mache mir heute einen Faulen. Und wir sind, glaube ich, auch schon bald da. Ich habe noch gar nicht auf die Uhr geschaut. 2 Kilometer sind wir gefahren, 128 Höhenmeter. Das heißt, wir sind bald da, noch ein paar Kurven. Und dann können wir verkünden, jetzt aktuell hier nur noch 22,9. Ihr seht, 22,4, 22, 21,8. Jetzt wird es nochmal richtig steil, so gegen Ende. Ja, aber jetzt hat er sich wieder erholt und beschleunigt wieder hoch auf 24. Jawohl, und da hinten sehe ich doch schon das Ende am Licht des Tunnels. Das heißt, XXL-Steigungstest, Engwe E26. Wie nicht anders zu erwarten war, mit Bravour bestanden, kein Überhitzen, kein Reduzieren der Leistung, keine Einbrüche, keine Probleme, keine Beinunterstützung meinerseits. Sehr, sehr gut. So, da wären wir. Da nehme ich mal Gas weg. Halte kurz an. Ah, die Scheibenbremsen, die greifen richtig gut rein. Ja, da hat das gut gemacht. Obligatorisch, kurzer Applaus und weiter geht's. Wir schauen mal kurz nochmal hier auf die Höchstgeschwindigkeit. Wenn ihr wissen wollt, wie man den tunt, es geht echt einfach, wenn man es weiß wie. Ihr schaut in die Playlist Elektromobilität, da habe ich es gezeigt. 35,5 Stundenkilometer schaffen wir hier gerade. Da haben wir ein paar E-Scooter, die werden gleich hier die Steigungsstrecke runterfahren. Ja, 35,5. Aber hier vorne, hier fängt eine Ortschaft an. Das heißt, ich halte hier jetzt an, schalte wieder auf Beinbetrieb um und auf normale Geschwindigkeit. Und ja, wenn ich mich dorthin geradelt habe, wo es die Serpentine runtergeht, dann melde ich mich wieder. So Leute, gleich sind wir am Startpunkt angekommen. Und wir rollen schon mal in die richtige Richtung. Hier geht es schon leicht bergab. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was hier geht mit dem Engwe E-Bike, mit dem E26. Ich sag mal so, ich werde gleich den höchsten Gang reinmachen, volle Unterstützung. Und dann will ich mal schauen, ob wir auf die 50 Stundenkilometer kommen können. Das wäre hier so mein Ziel. Es sind echt einige Höhenmeter. Ich denke, das kann man hier sehen. Wir sind echt hoch. Schöne Aussichten. Und deswegen geht es jetzt ab. So, Straße ist frei. Feuer frei. Volle Unterstützung. Ich schalte schön hoch. Visier runter, dass ich nicht noch irgendwelche Mücken fresse. So, höchster Gang. Feuer frei. Und wir haben hier schon mal, ich lasse jetzt rollen, 41. Bisschen bremsen. Ah, die Scheibenbremsen, die sind echt richtig gut. Die packen zu. Die sind super. So, jetzt hier wieder Feuer. So, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Vorsicht, jetzt kommt eine scharfe Kurve. 48, 49. Und ich muss in die Bremsen. Ja.
sauber. Mensch, der bremst echt gut. Also hier drauf fühlt man sich sicher. So, Freunde, jetzt gilt's. Feuer, 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 frei. Volles Rohr. 41, 42, 44, 46, 47, 48, komm, 50, 51, wow, 53, 53,3 Stundenkilometer. Und ich lasse jetzt hier mal ausrollen. 53,3, meine Güte, so schnell war ich hier noch nie. Und die Windgeräusche sind so stark, dass ich mich kaum selbst mehr höre. So, 48, jetzt rollen wir langsam aus. Ja, und ich lasse dann auch das Video hier langsam ausrollen, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr gerne mehr sehen möchtet über E-Bikes, E-Scooter und Elektromobilität, dann schaut gerne in meine Playlist Elektromobilität unter dem Video hier verlinkt. Meine Güte, hier ging es ja richtig ab. Hi, also schaut da gerne rein, da kommt eine ganze Menge. Ich teste immer sehr gerne hier E-Bikes und E-Scooter, mache diverse Tests. Ich werde hier auch noch einen Reichweitentest machen, und zwar rein mit dem Gasgriff. Natürlich nicht auf öffentlichen Straßen, und will mal schauen, wie weit ich dann komme hier mit dem E26. Jo, aber für heute ist Feierabend, ich fahre nach Hause. Ja, Mist, Leute, schaut euch das an. So wollte ich nicht, dass das endet. Seht ihr das? Ich habe einen Plattfuß. Irgendwo habe ich mir was eingefahren. Ich habe auch so ein paar Stellen gehabt, wo ordentlich Glasscherben lagen. Und hier, da ist fast nichts mehr drin. Ich habe es gerade noch so mit Mühe und Not nach Hause geschafft. Naja, Reifenflicken angesagt.